Hi Leute, das ist Sano hier. Ich habe heute was ganz Besonderes für euch. Und ich wusste es nicht. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare hauen und seid ehrlich, ob ihr es wusstet. Aber das aktivierte Direktive-Set, ne, für alle die, also ich habe gleich noch ein bisschen Gameplay, habe ein bisschen was, ein Bild gebaut, wissend, dass das halt funktioniert, so wie es funktioniert. Und für alle, die nur den Tipp wissen wollen, die können jetzt zuhören, den Rest mache ich danach. Könnt ihr anschauen, müsst ihr nicht. Und auf jeden Fall ist es so, das aktivierte Direktive-Set, kennt ihr wahrscheinlich die Hohlspitz-Geschoss-Munition. Wenn die einen, ihr bekommt die ja quasi für euch und fürs ganze Team, wenn ihr das G-Set tragt und wenn ihr den Gegner killt, der den Status-Effekt drauf hat. Und sobald ihr diese Munition in euren Waffen habt, machen eure Fertigkeiten 20% mehr Schaden. Nur die Fertigkeiten. Besonders geil für Drohne und Geschütz. Und darauf anspielend habe ich ein bisschen was Schönes gebastelt, das sehr, sehr Spaß macht und richtig cool ist. Und ja. Wenn euch das Video gefällt, Leute, lasst mir gerne ein Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an, für alle, die noch da sind. So, das Video hier ist ein bisschen anders aufgebaut. Wir befinden uns direkt hier mal unten im Schießstand, damit ich euch zeige, was da tatsächlich passiert. Und was für ein Bild ich benutze. Wie gesagt, der Tipp an sich, dass die Hohlspitz-Geschoss-Munition vom aktivierten Direktive-Set eure Fertigkeiten um 20% verstärkt. Das ist echt krass. Und dafür müsst ihr noch nicht mal schießen. Ihr müsst nur die Hohlspitz-Geschoss-Munition in der Waffe drin haben. Was sehr, sehr cool ist. Und das sollte für die meisten von euch reichen. Wer Bock hat, hier sich das Ganze noch ein bisschen länger anzugucken. Ich habe ein bisschen was gebastelt dafür. Im Hinblick darauf und zeige euch gleich draußen auch nochmal ein bisschen Gameplay davon. Normalerweise habe ich hier jetzt mal die Kondensator. Bei der Kondensator ist es aber halt so, ne, ihr wisst ja alle, die das aktivierte Direktive-Set kennen, ihr müsst einen Gegner umbringen, der einen Status-Effekt auf sich drauf hat. So, das können in dem Fall auch die Skills machen und dadurch laden sich eure Waffen auch mit der Hohlspitzgeschoss-Munition auf. Jetzt ist das Problem, dass die Kondensator recht wenig Munition drin hat. Ne, die hat normal 41 Schuss und die Zorn, die ich mit dabei habe, die hat 52 Schuss. Da geht's eigentlich. Da ist es halt wegen perfekt nachtragen ziemlich geil, dass wenn die Gegner Status-Effekt haben und easy killt, kommen alle Teammitglieder, euch inklusive, 18% Chance auf Crit und 18% Schaden durch. Sehr, sehr cooles Ding für die Gruppe. Hohlspitzgeschoss Munition ist eh auch für die ganze Gruppe. Das heißt, ihr habt hier nicht nur guten Schaden von den Geschützen und von euren Waffen her, sondern habt auch was fürs Team, was cool ist. So, hier hatte ich versucht, eventuell hat ja von euch einer so einen Heiligen Gral, dann könnte man das Ganze ein bisschen pushen, was die Magazingröße angeht. Ich habe hier das letzte Wort von Usinergetica mit perfekter Entdecker, der den gesamten Waffenschaden und Fertigkeitsschaden nochmal um 20% erhöht, bei von einem Impuls markierten Gegner. Drohne und Geschütz, falls ihr es nicht wisst, wenn die einen Gegner anvisiert haben, sind die automatisch gepulst. Das heißt, da profitieren wir die ganze Zeit von. Das ist sehr, sehr gut. Ja, um es nicht zu verfälschen, wie gesagt, habe ich jetzt die blaue Bildschirm, die Bluescreen mal drin, statt der Kondensator, weil die bufft ja zusätzlich nochmal den Fertigkeiten Schaden. Das heißt, wir werden jetzt hier mal kurz die Gegner alle markieren. So. Und dann ist ja bei der Bluescreen. Was hier? Jetzt benutzen wir einen Skill. Jetzt haben wir Status-Effekt drauf. So, jetzt haben wir die Hohlspitzgeschoss-Muni. So, das ist jetzt mit der Hohlspitzgeschoss-Muni. Es wäre schön, wenn ich das besser angezeigt bekommen würde. Manchmal spinnt das hier tatsächlich echt rum. So. Jetzt haben wir 96.000 vom Geschütz. 59.000, 900, fast 60.000 von der Drohne. Wenn ich jetzt, ich verschieße jetzt mal den Kram. Haben wir statt 96 und 59, haben wir 49 und 80.000. Ihr seht, alleine durch die Munition kriegen wir den Buff nur mal, um es zu verdeutlichen, ne? Da gab mir den Gegner kalt. Jetzt hier noch Muni drauf? Ne, tatsächlich nicht.
Das wir killen den mal kurz. Holen uns gerade die Muni wieder. Jetzt haben wir sie wieder. Und jetzt Achtung, schaut hier. Sind wir wieder bei 96.000 und 59.000. Es ist echt krasser Scheiß. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Und wenn ihr dann, wie gesagt, die Kondensator mit dabei habt, die so zusätzlich den Gegner auch nochmal bufft. Ja, jetzt fehlt uns natürlich die Muni. Und seht ihr hier, zack, die eure Fertigkeiten hauen den Gegner down, der vom Statusfeld betroffen ist, und ihr bekommt die Munition schön trotzdem ins Inventar. Das ist sehr, sehr cool. So. Und ihr seht, mit der Kondensator, die voll gebufft ist, wo ihr eh schon guten Damage macht, und Drohne und Geschütz noch richtig gut was raus. So. Ich hoffe, das konnte ich euch so ein bisschen verdeutlichen. Wir werden jetzt nochmal kurz rausgehen und uns das Ganze gameplaymäßig anschauen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Ach ne, nochmal kurz, genau. Wenn ihr, zeige ich währenddessen kurz das Bild nochmal. Und für alle, wie gesagt, die sich gerne noch ein bisschen Gameplay von dem Bild anschauen wollen, die können das gleich noch tun. Ansonsten sage ich euch vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Danke euch. Ne?